unser Fazit von den ersten 4 Tagen hier in Neuseeland? Auckland kann man mal gesehen haben, muss man aber nicht. Ja, für uns war es nichts Spezielles. Also wir waren echt nur im Zentrum, wir haben wirklich nur einen Bruchteil der Stadt gesehen. Wir waren vielleicht auch zu kurz da, um das zu beurteilen zu können, ob das wirklich cool ist. Unseres war es jetzt nicht so. Nee. Hafen war okay, schöne kleine coole Parks hat es, die sind ganz okay, aber sonst... Also wir würden nicht nochmal gehen, oder? Ja, muss nicht. Fazit vom Campervan. Vermietung war problemlos, hat alles gut geklappt. Wir haben es ordentlich versichert, weil wir in der Vergangenheit schon genug Probleme hatten mit diversen Reifenpannen und Unfällen und whatever. Deswegen ist er jetzt versichert bis zum Oberkante Unterlippe. So, jetzt kann kommen, was wolle. Ja. Ja, also da sind wir safe. Camper ist okay, man muss sich am Anfang erstmal einfach auf dieses Minimalistische gewöhnen. Aber wir haben jetzt ein bisschen Ordnung reingebracht und kriegen das, glaube ich, jetzt ganz gut auf die Kette. Ja, wir zeigen euch später den Camper dann noch. Wir gehen jetzt gerade durch den sogenannten Bushwalk zu den Kanus runter. Wir denken, er führt uns zum Strand, aber wir wissen es nicht so genau. Wir werden sehen. Wir sind jetzt gerade in Koromandel, in so einem kleinen Städtchen. Ich habe mir das gerade gekauft. Jetzt gucken wir mal, was es hier so gibt und später gehen wir weiter zu Hot Water Beach. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Wir gehen jetzt gerade zum ersten Wasserfall durch voll den Urwald durch. Der erste Wasserfall. Jetzt
Wir sind jetzt auf dem nächsten Campingplatz, sind gut 2 Stunden gefahren und jetzt sind wir auf einem richtig coolen Campingplatz. Also wirklich richtig cool. Wir richten uns jetzt ein und dann zeigen wir euch das mal ein bisschen. Wir waren jetzt gerade bei der Hot Water Bay und Celine ist auf die Idee gekommen, nur die Schuhe mitzunehmen. Jetzt hat sie natürlich nasse Füße gehabt und macht jetzt den Neuseeland-Style. Toll wird's immer, wenn solche Übergänge sind. Das ist der Neuseeland-Style! Oh. Und dann geht's wieder. Salut! Das ist unser Zuhause für die nächsten noch 3,5 Wochen circa. Fahrerkabine, natürlich Linksverkehr. Was immer sehr amüsant ist, ist, links ist der Scheibenwischer und rechts ist der Blinker. Also das ist wirklich sehr verwirrend, das Ganze. Aber man kommt rein, schneller als man denkt. Für jeden, der irgendwie mit einem Camper, wenn unterwegs ist, dieses sogenannte Besteck ist wirklich der Hammer. Man kann während dem Fahren kann man seine Handys laden, man hat normale Steckdosen, wo man alles einstecken kann und das wandelt die 12 Volt, die aus dem Zigarettenanzünder kommen, wandelt es um in 220 Volt. Also das ist echt genial, das Teil. Gerade wenn man mal an einem Campingplatz ist, wo man keinen Stromanschluss hat, dann kann man hier während dem Fahren kurz sein Handy laden, dass man wieder ein Navigationssystem hat. Also das ist echt cool. Herzlich willkommen in der Küche. Wir haben hier einen Wasserkocher, einen Toaster, dann haben wir sehr viele Ablageflächen. Also wir haben hier eine Schublade, hier haben wir 3 Tablare und hier hat man Platz für Geschirr. Also das ist echt, man hat hier echt ganz viel Platz alleine hier. Wir haben hier noch eigentlich alles frei. Dann hier drin hat man auch die ganze Länge, von hinten und von vorne kann man Sachen verräumen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel unsere Schuhe drin, Laptop. Dann hat man hier ein kleines Kochfeld, ein Gaskochfeld. Das haben wir aber bisher nicht gebraucht, weil wir immer auf Campingplätzen waren, wo wir kochen konnten. Ein Lavabo mit fließendem Wasser. Ja. Unser Wohnzimmer. Das ist unser Wohnzimmer. Man kann hier einen Tisch noch aufbauen, den brauchen wir aber in der Regel nicht, deswegen lassen wir das gleich unten. Und das ist gleichzeitig unser Schlafzimmer. Tada! Was natürlich auch ganz wichtig ist, man kann hier gerade stehen. Guck mal, ich kann sogar die Hände ausstrecken. Also das ist echt. Könnte man hier hinten auch, wenn wir hier nicht unseren Kleiderschrank aufgebaut haben. Aber das braucht man nicht. Man kann hier gerade stehen, gerade stehen, gerade stehen. Wir sind jetzt am Fahren, Simon fährt, Kurve um Kurve um Kurve durch Waldgebiet zum nächsten Campingplatz, ein bisschen südlich von da, wo wir vorhin waren. Kurve! Wir haben den Namen für unseren Camper gefunden, und zwar Roadrunner. Ich zeige euch auch gleich warum.